Durch 2000 Jahre glaubte die Menschheit, dass sich die Sonne und die Gestirne im Himmel um die Erde drehten. In dem Stück von Brecht gibt es ja verschiedene Themata. Zum Beispiel der Umgang mit der Wissenschaft, der Dialog zwischen Wissenschaft und Kirche, die Idee der persönlichen Freiheit. Das sind alles verschiedene Themen, auf die wir quasi abwechselnd geschaut haben und wo wir nicht eine besonders herausgehoben haben, sondern ich glaube, wir haben versucht, in diesem Stück verschiedenste Bestandteile so umzudrehen, dass sie neu sichtbar werden. Das Weltbild des göttlichen Aristoteles mit seinen mystisch musizierenden Sphären und kristallenen Gewölben und den Kreisläufen der Himmelskörper ist ein Gebäude von solcher Ordnung und Schönheit. Ich möchte Schauspieler, die gut sprechen, die ich verstehe, die mir eine Geschichte transportieren. Ich möchte aber auch Schauspieler haben, die als Performer agieren. Das heißt, die Dinge tun, die ich normalerweise auf der Straße nicht sehe und die auch als Gruppe choreografisch agieren. Das Weltall hat über Nacht seinen Mittelpunkt verloren. Und am Morgen hatte es deren Unzählige. Und am Morgen hatte es deren Unzählige. Die Idee der gesamten Ästhetik dieses Abends ist eigentlich eine sehr wissenschaftliche Ästhetik herzustellen, die fast eher an ein Labor erinnert als an die Renaissance. Und innerhalb dieser Laborbedingungen, in einem schwarz-weißen, sehr illuminierten Gelände sozusagen, die einzelnen Charaktere heute Gefühle von Menschen zu zeigen. Sag mal, hast du einen Verstand verloren? Weißt du denn wirklich nicht mehr, in was für eine Sache du kommst, wenn das wahr ist, was du siehst und du es auf allen Märkten herumschreist, dass die Erde ein Stern ist? Man bot ihm Schnaps, man bot ihm Wein und hat nur ein kleines Wünschelein. Sie haben in Rom seinerzeit unterschrieben, dass sie sich nicht mehr in dieser Erde um die Sonnensache einmischen würden, Herr. Damals hatten wir einen rückschrittlichen Papst. Also es ist in der Tat so, dass es bei dem Brecht-Erben und mit dem Verlag im Falle von Bertolt Brechts Stücken zu großen Zwängen kommt, die man als heutiger Schauspieltheaterregisseur eigentlich kaum noch kennt. Und das hat dazu geführt, dass es am Anfang große Schwierigkeiten gab, mit diesem Stück umzugehen, weil es die gewohnte Freiheit eben nicht gab. Im Verlauf der Zeit, finde ich, ist das auch zu einer Qualität geworden, nämlich dass man überlegt hat, mit welchen Dingen kann man außerhalb des Textes arbeiten, um bestimmte Wirkungen und bestimmte Ideen herzustellen. Und das war im Verlauf der Arbeit eigentlich immer spannender. Aber der Papa hat schon lange nicht mehr geschrieben. Nein, das hat er nicht, weil ich glaube, er hat eingesehen, dass er sich getäuscht hat. Das besondere Augenmerk, wenn man die Texte so original, wie sie da sind, wirklich demonstrieren und vorführen muss, kann ja nur auf dem Körper des Schauspielers und auf anderen Bildern liegen. Und das war der Versuch, zwischen den Texten, hinter den Texten, Bilder, theatrale Bilder herzustellen, die einen bestimmten Mehrwert erzeugen gegenüber dem Text oder vielleicht auch gegen den Text selber dagegen gehen. Die Szene, der kleine Mönch, ist eine besondere Szene in diesem Theatertext, weil sie die Wahrheit
oder die geglaubte Wahrheit mal nicht auf der Seite von Galilei, also auf Brechts Seite zeigt, sondern die Wahrheit auf der Seite der anderen zeigt. Das heißt, es gibt einen kleinen Mönch, der zu Galilei geht und sagt, er hat abgeschworen, er hat der Astronomie abgeschworen, weil der ganze Sinn dieses neuen Weltbildes für seine Eltern, die arme Leute sind aus der Campagna, überhaupt gar keinen Sinn machen. Es ist ihnen versichert worden, dass das Auge der Gottheit auf ihnen ruht. Was würden meine Leute sagen, wenn sie von mir erführen, dass sie sich auf einem kleinen Steinklumpen befinden, der sich unaufhörlich drehend im leeren Raum um ein anderes Gestirn bewegt? Das ist ein sehr beeindruckender Text von Brecht, der beschreibt, dass jedes neue Weltbild eigentlich nicht nur danach betrachtet werden sollte, ob es der Wirklichkeit und der Wahrheit entspricht, sondern ob dieses Weltbild auch dem einzelnen Menschen hilft. Und das war für uns eine sehr spannende Erkenntnis, weil wir Brecht quasi immer nur als den großen Überideologen vor Augen hatten. Aber wenn man in die Texte hineinschaut, würde man mit Heiner Müller sagen, oft ist der Text klüger als der Autor. Nein, nein, ihr Leute mit der Bibel macht keinen Scherz. Macht man den Strick und zum Skinnick nicht dick, dann reißt er. Ich freue mich besonders, mit drei Darstellern arbeiten zu können, die teilweise den Staatsschauspiel Dresden sind sehr bekannt sind, wie Wolfgang Michalek, auf der anderen Seite aber auch zwei Kollegen aus Berlin, Jürgen Eichel und Peter Kurt. Das sind alles drei spielwütige, sehr ehrgeizige und gleichzeitig auch sehr fantasiebegabte Menschen, die so etwas wie die drei Hauptrollen hier in diesem Stück spielen. Und ich glaube, dass sie sich sehr schön und sehr wunderbar ergänzen. Ich fürchte mich. Keine Fülle! Einer der Gründe, diesen Abend zu besuchen, ist nicht zuletzt, sondern einer der ersten Gründe, ist ein, glaube ich, sehr erstaunliches Bühnenbild eines der größten deutschen Künstler, bildenden Künstler, der zum ersten Mal für Theater überhaupt gearbeitet hat. Das ist Carsten Nicolai, der selber Sachse ist und hier in Dresden 5 Jahre studiert hat, insofern hier auch seine Wurzeln hat. Und allein deswegen lohnt sich, glaube ich, der Besuch. Ist wahr, Spaß ist doch rar und Hand aufs Herz.